appears. Was geht schon los? Ah, ja. Hallo, willkommen zurück. Oh, ich hab verkackt. Alles okay, Captain. Nee, ich hab geschossen. Ah, gut, danke. So, willkommen zurück zu Resident Evil 6. Genau, ich kann schon diese Sekten gar nicht erinnern. Und nee, weil wir genau in dem Moment halt ausgemacht hatten, letztes Mal. Das ist so richtig. So, wie funktioniert die Steuerung nochmal? Ist also ein bisschen was her, dass wir gespielt haben. Stimmt, daran muss ich mich auch noch wieder gewöhnen. Ach nee, komm. Bam! Guter Schuss. Darf Waffe wechseln? So. Wo wir Waffe wechseln? Und mit dem Steuerkreuz. Mit diesem Steuerkreuz, sagst du? Ja, mit diesem Steuerkreuz. Ach, noch mal diesem, das ist natürlich schwer. Ja, das. Es gibt halt nur diesen. Ja, es könnte auch noch jeden geben, aber den gibt's ja nicht. Wo ist denn der? Okay, das weiß ich auch noch, wie das geht. Boah, warum wackelt der so? Wir sind wegsnipern oder was? Ah, hier ist eine Waffe. Ja. Scharfschützengewehr, Halbautomatik. Schlägt man. Alter, halt, halt, wieder am Boden. Vorsicht! Dieser Fall ist anders. Okay, wenn man noch das halbautomatische Scharfschützengewehr. Und der ist kaputt, der Gegner. Boah, ich hab echt keine Ahnung, Leute. Warum hab ich gar nicht mehr drauf? Ja, wie lange ist das ungefähr? Zwei Wochen? Ja, länger. Ah, der ist oben weg. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man schlägt. Weißt du das noch? Bisher nicht. Aber ich glaube, schlagen tut man, wenn man in der Nähe vom Weg ist, oder? Ja, aber ich möchte die Kisten nicht kaputt schlagen. Ging ja auch manuell das Schlagen, oder nicht? Oh, ich mach einen Koffer auf. Munition. Ich bin auch voll. Bandgranate, ich habe so viele Bandgranaten. Ich werf mal weg. Boah, die Steuerung, die habe ich echt nicht mehr drauf, Leute. Sorry. Brauchst du Munition? Da ich? Genommen. Ja. Ich hab noch ein bisschen Money, ja. Nee, weil für die neue Waffe meine ich. Sonst schnapp ich mir alles. Das ist doch für jeden Einzelnen. Achso, okay. Vergessen? Da habe ich mir noch gemerkt. Ja, bin von Teil 5 noch gewinnt. Ah, hier. Schlagen ist auch R2. Ach, stimmt. Gut, das ist da gerade Stand bei mir. Bei mir auch, weil ich die Kiste aufgemacht habe. Ah, jetzt kann die wieder kaputt machen. Aber ich habe doch R2 eigentlich gedrückt. Scheinbar nicht. So, ist schön, dass wir so weit auseinander getrennt sind. Ja, ich komme gleich, aber die Kiste nicht raus kann ich nicht kommen. Die muss auch kaputt machen. Gut, dann komme ich zu dir. Wo bist du denn? Irgendwo, wo ein Scharfschütze ist. Achso, jetzt kannst du die Treppe hoch. Ich weiß auch gar nicht, wo wir feststecken, sozusagen. Sie haben Ada noch verfolgt, das weiß ich nicht. Ja, stimmt, Ada ist abgehauen. Bonschlampe. Alter, ich krieg dir nicht. Das war ein Scharfschütze halt. Ah, ja, ich versuch ihn. Ich seh den halt gerade ein bisschen verwackelt mit der Sicht. Mach ich auch in der Zeit? Einen habe ich getroffen, aber da lebt noch einer. So, alles eingesammelt. Wir müssen hin. Da unten, also da hinten, wo die Scharfschützen sind. Okay, dann bist du am Boden. Ja. Genau, in der Zeit bin ich runterspringen natürlich, ne? Ich bin ja wieder oben. Ne? War ja nur angeschossen. Da fällt er hin halt. Nicht da, du kriegst mich nicht. Ja, Leute. Wir sind halt noch nicht wieder drin, das dauert halt bei uns immer ein bisschen. Ja, wir haben Ada gefunden. Wieso schießen die? Ich bin in der Cutscene so leicht gewesen. Ich kann grad nichts machen. Alter! Ach, du wurdest angeschossen. Ja. In der Cutscene, da habt ihr es wieder die Fresse gehabt. Weiter runter, würde ich sagen, ne? Ja. Warte, rotieren die sich auch noch? Was ist denn das denn für ein Mutant? Was ist das? Hilfe! Ein Blasentypen. Ein Blasehase. Komm raus! Hey! So, Kopf aufgeballert. Boah, die soll mich jetzt nicht vollschreiben. Ja. Muss mein Handy mal kurz lautlos machen, wenn ich hier eine ruhige Minute hab. Alter,
Halt ihr nicht auf. Ich hab mein Handy die ganze Zeit auf, lautlos. Ja, ich möchte auch den Dingens weg haben. Weiß schon, was ich meine. Situation. Was ist denn der andere da hinten? Der geht mir schon den ganzen Tag auf den Sack. Ganzen Tag, wir sind den ganzen Tag schon am Spielen. Den ganzen Tag, wo ich hier das am Spielen bin. Also Blindgranaten. Oh, ich treff den nicht, weil der dauernd am Zittern ist. Wie hält man sich nochmal? Den du das aufhältst. R1, aber ich hab nichts mehr, gut. Alter. Ne, ich hab nicht. Komm, wir gehen näher ran. Bringt doch nichts, hier dauernd zu warten. Halt ab, das rollt. Rollt weg mit dir. Der rollt hier rum, ey. Oh, gleichzeitig, geil. Oh, jetzt hab ich nicht. Wir haben so viele Waffen, ich weiß gar nicht mehr, welche ich benutzen soll. Und wie welche schießt. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ne, ist Kontroll, Punkt. Und. Hey, mach die Treppe einfach hoch. Wir müssen die Treppe hoch. Schnell. Sie darf nicht. Oh, ich brauche eine Waffe. Oh, guck mal, wie schief das Maschinengewehr ist, Sam. Gut. Kommt her. Übrigens, Leute, ich glaube, das seht ihr vorher. Ich weiß nicht, ob das ja das doch ein Assassin's Creed kein Feuer kommt. Ich weiß es nicht. Darkseid ist auch erstmal pausiert. Ich bleib lieber erstmal bei einem Singleplayer-Projekt. Ich schaff's nicht mehr. Nee. Zu viel Arbeit und so. Ja, was soll ich denn sagen? Ich hab ein bisschen mehr Arbeit mit Ghost Recon. Ich meine Real-Life-Arbeit. Das ist für Geld verdienen und so. Ja, mach ich auch. Ja, ich weiß, aber. Ich habe auch noch Verpflichtungen. Hier geht's hoch übrigens. Ja, ich hab mich erst konzentriert auf den anderen Weg. Lass mich hier oben scharf schützen. Nicht so viel Sachen, ey. Mit meinem Schrotgewehr. Oh, da wird's zugemacht. Ball dich. Ganz große Klasse. Lauf! Noch alles schief gehen. Wie zur Hölle sollen wir das mich? Ja, allgemein mich auch, oder? Das ist unser Job. Oh, Headshot-Punkte. Wir müssen eine Mission erfüllen. Verstanden? Ja. Verstanden. Bleib unten. Der lebt noch. Ah, nee, der wird eingefroren jetzt. Granatwerfer. Ja, ich glaube, der mutiert dann zu einem anderen Vieh, ne? Moment. Boom. Ah, ich muss mich mal heilen. Kurz. Alter, ist durchgesprungen gestehen. Habe ich denn noch das Leben für dich? Nein, ich schwierwerfe, verdammt. Alter, ich zieh's ihn jetzt dreimal an. Viermal sogar angeschossen. Ich weiß nicht, was für eine Granate das ist. Ich hoffe, das ist eine gute. Ja, bam. Sah gut aus. Bam. Und voll ist das weg. Jep, das stimmt. Andere Waffe. Hier haben wir uns mal. Okay. Boah, brauchte ich. Aber ich hab nicht geheilt, weil ich so ein netter Kerl bin. Oh, du bist voll nett, Alter. Du bist voll der Nette, ey. Das war für mich halt nur schwer, weil das halt so überraschend kam, gerade eben der Anfang. Ja. Alles synchron zu kriegen. So, du musst rüberspringen. Verdammt. Oh, das ist eine Rakete. Hey Piers, ich habe hier was für das Shot gefunden. Okay, warte mal, ich habe eine Idee, wie wir das synchron kriegen. Erstmal den weggesprengt, sorry. Oh. Vor deinen Augen auf den Boden geflohen. Jetzt. Und hui! Hör mal, ich habe den Penner da oben. Alter! Das Ding bewegt. Ich dachte auch gerade, warum die bewegt sich einmal. Okay. Ich dachte schon, ich bin ja direkt am Boden. Das ist ja gar nicht nett. Nee. Können Sie mal aufhören, auf mich zu ziehen? Okay? Muss ich erstmal loswerden, sorry, aber. Wie soll ich jetzt Messer lernen? Bam! Jetzt ist aber tot. Oh, hi. Wie geht's Ihnen? Oh, hallo. Das sind aber sehr hübsche Insektenmenschen. Lass das, drei Stück? Ja. So. Dann nehme ich halt das richtige Scharfschützengewehr. Alles gut, ne? Handgranate, Handgranate da. Hier, nehmt das. So, Granate. Ihr drei, super, Kasper. Du nimmst hier meine Schuhe. Ach nee. Alter, was ist denn das für ein Vieh?
Sind sie denn schon Kasperle-Theater oder Mutantenclub oder was weiß ich? Nö. Frisst. Also wenn die mit der Hand ein Schild machen, ne? Mhm. Einfach mit keiner Treffer drauf fahren. Was machst du? Also, bis jetzt habe ich keine Probleme, ha? Oh! Und so. Ich komme auch gut durch. Mal nachladen. Ah, da kommt immer mehr, ne? Ja, das bei mir nicht mehr. Kommen Sie mal weg. Ach, der verwandelt sich wieder. Kommen Sie wieder. Oder dahin, wo ich hin bin. Zur Rakete halt. Ja. So, das ist wieder meine richtige Waffe. Dann drehen wir mal. Unterwegs. Kann das gar nicht so schnell drehen, wie die das immer wollen manchmal. Ach so, ich kann zu dir rüber klettern. Was ist das nochmal? Ah, da ist einer, Nein, lass mich. Da kommen ganz viele. Oh oh. Da kommen ganz viele. Oh oh. Ich hab's geschafft, du musst rüber. Ja. Dann versuch mal die Scharfschützen auszuschalten, weil die schießt noch nicht. Ich muss hier stehen bleiben, bis du da bist. Ich bin da. Bin jeden Moment da. Kommen Sie! Wie kann ich runter? Ich bin noch da. Später weiter. Danke. Jo. Bam! In your face. In your face. Mit der Scharfschütze. Bam! Auch der wieder. Hallo. Ja. So macht man das. Also ich bin doch auch Scharfschütze. Ich steh nicht so an. Wo ist denn der? So ein Dreher, ganz toll. Drehen. Autsch. Okay, wie wär's, wenn wir die erstmal besiegen? Boah. Da ist noch einer bei uns, direkt in der Nähe. Komm. Oder noch einer in der Fetti. Ich werde ihn mit Fett. Okay, Muskel auf, Mac-Muskel. Mac-Muskel? Mit der Mac-Muskel. Besteht doch nur aus Muskeln. Ey, du Gorilla. Ah, da unten. Kommt. Aua! Ich bin fast tot. Ja. Und der Gorilla kommt. Oder kam. Er kam so und stirbte. Stirbte. Wir müssen immer noch hier was an der Rakete machen, ne? Ja, ich schwing die ab, die Scharfschützen. Ich dreh ja schon. Ich dreh doch schon. Was wollt ihr denn von mir? Es ist gedreht. Ich glaube, ich muss jetzt auch noch was machen da in der Rakete. Nein. Oder irgendwo da bei der Rakete muss doch irgendwas sein. Ja. Aber... Alter! Ich muss da rechtzeitig X drücken. Ist das Viereck drücken? Ist das bescheuert? Ich darf nicht loslassen, aber hinter dir. Hab's. Los, weg oh. Hier. Da hat der Pierce mich ja ganz schön lieb. Hallöle. Nee, so einer bin ich nicht. Oh mein Schuss auch nicht. Wir arbeiten weiter an der Festnahme von Wong. Kümmern wir uns jetzt um die Treppe. Ah, zum Leben. Der kann schneller rennen. Ey, du läufst mich weg. Du läufst nicht weg? Ja, du läufst nicht auf Seite. Hehe, ich lauf dich auf Seite. Hehe, gut Deutsch. Falscher Weg. Oh gut, ne? Warum nicht ein bisschen Sport, ne? In der Zombie-Apokalypse ist das ganz nützlich. Ja, immer die Gegner in Sicherheit liegen. Genau. Die Frage ist, wo geht's her? Da wo das X ist, ne? Toll, komplett umsonst gelatscht. Nein, nicht umsonst. Das war ein bisschen Sport und wir haben das jetzt gleich die Länge gezogen. Sorry. Entschuldigung. Ha, ausgewichen. Ich hatte Außerkammer. Stopp. Oh.